Hallo, ihr Lieben. Hallo, YouTube. Hallo, Podcast. Hallo, Mensch. Hallo, Welt. Ich bin zurück und... Nee, was heißt zurück? Ich sitze immer noch an demselben Ort, wo ich das letzte Video aufgenommen habe. Nämlich in der Habichtswald-Klinik. Und ja, es ist irgendwie eine spannende Diskussion im Raum, die irgendwie angefacht wurde, auch durch die liebevollen Kommentare. Ich habe sehr, sehr liebevolle Zusprüche zu dem letzten Video bekommen. Von wegen, Sidi, ey, danke, dass du das machst. Danke, dass du das öffentlich machst. Ich gehe übrigens auch in die Klinik. Und ich hätte das niemals draußen gesagt. Ja, selbst meine Freunde wissen das nicht, dass ich in die Klinik gehe. Also bei mir schon, bei den Zuschriften. Und natürlich hatte ich auch überlegt, macht das wirklich Sinn? Also macht das Sinn, das zu posten und damit mich, ich habe es ja im anderen Video schon gesagt, mit einer Schwäche, ja, wir wissen, es ist keine Schwäche, sich mit seinen Schwächen zu zeigen, ist eigentlich Stärke. Und trotzdem kannst du das ja deinem Geist oder deinem Ego erzählen, wie du willst, weil am Ende des Tages, und das ist jetzt nämlich so die Frage, steht nämlich im Raum, bist du krank? Oder bin ich krank? Ja, und was ist krank an dieser Stelle? Und welches Stigma liegt auf dieser Krankheit? Ja, also wenn ich jetzt Fußballer wäre und aus dem Krankenhaus von meinem Kreuzbandriss posten würde und sagen würde, hey Leute, mein Knie ist operiert und, würden wahrscheinlich sagen, alle cool, hey, schön. Wenn du jetzt in einer psychosomatischen Akutklinik, wie auch immer wir es nennen wollen, bist und sagst, hey Leute, meine Schizophrenie, meine Depression, meine Angststörung wird gerade erfolgreich behandelt, dann erlebe ich das zumindest oder fühle es in dem Energiefeld, dass das noch nicht ganz frei ist. Zumindest merke ich es bei mir. So, und dann war jetzt die spannende Diskussion, bin ich krank? Weil du brauchst eine Diagnose, um überhaupt hier sein zu dürfen. Und dann sitzen alle mit ihren Diagnosen da. Und na, da hält der eine seine Karte hoch, Angststörung, nächste seine Karte, posttraumatische Belastungsstörung, schwere Depression, leichte Depression. Ja, Schizophrenie gibt es nicht, das darf sie hier nicht. Aber zum Beispiel akut suizidal ist ein sehr spannendes Feld hier. Wie suizidal sind wir denn? Ja, und sind wir zu sehr suizidal, dann müssten wir in eine geschlossene Bitte gehen. Ja, also es sind sehr spannende Fragen im Raum. Und warum ich darüber sprechen möchte, weil ein Mann am Tisch angefangen hatte zu weinen und so gesagt hat, ja, ich bin krank. Ich habe gesagt, was meinst du denn? Ja, ich funktioniere draußen nicht mehr. Ja, ich fange, wenn mein Chef mich anschreit, an zu heulen oder wenn mir was zu nahe geht, dann fange ich total schnell an zu weinen. Und das habe ich dann so eine Weile angehört und habe ich gedacht so, also in meiner Welt ist das ein Zeichen von Gesundheit. Ja, und mir wurde mal ein Satz zugetragen, den ich für als zutiefst wahr empfinde, dass es eigentlich kein Zeichen ist von Gesundheit in einer, wie ich finde, zum Teil sehr krankhaften Gesellschaft oder Gesellschaftsstrukturen sehr angepasst zu sein und keine Symptome zu entwickeln. Das heißt eigentlich nur, dass ich mich schon sehr gut angepasst habe und ich hier sehr, sehr, sehr viele Menschen sehe, die sich entweder nicht anpassen konnten oder wollten oder es halt ihr inneres Bezugssystem nicht zugelassen hat. Und ich habe ja auch eine ganze Weile als Sozialarbeiter in solchen Einrichtungen gearbeitet. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Jugendlichen, ja, die so abgestürzt sind oder die gerade aus dem Gefängnis, war vielleicht nochmal eine andere Sache, aber die vielleicht gerade aus der Klinik kamen oder aus anderen Umständen, dass die eigentlich noch sehr gesund sind auf einer gewissen Art und Weise, dass die noch eine sehr wache und feine Wahrnehmung von dieser Welt haben und dass diese Berührbarkeit oder diese Überberührbarkeit oder diese Depression oder diese Angststörung also eigentlich erstmal die natürlichste Reaktion eines Organismus auf eine sehr fragwürdige Welt sind. Ja, und ich merke halt, und ich merke es ja auch bei mir, dass es wie eine Art Scham gibt, darüber zu sprechen. Ja, und
weil du ja die ganze Zeit denkst, mit mir stimmt was nicht. Ja, ich habe einen an der Klatsche, ja. Oder ich bekomme es auch von außen, von, ja, ich sage jetzt nicht von wem, die Person weiß, wen ich meine, immer wieder den sehr liebevollen Hinweis, ja, Martin, du bist krank. Du musst einsehen, dass du eine Krankheit hast. Und ich bitte dich, dich wirklich jetzt gut behandeln zu lassen, damit diese Krankheit weggemacht wird. Und ich habe an der Stelle aufgehört zu diskutieren. Und da ich weiß, dass diese Person das Video ziemlich sicher sehen wird, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich persönlich nicht das Empfinden habe, krank zu sein, sondern dass mein System in dem letzten Jahr auf viele, viele Dinge auf eine bestimmte Art und Weise reagiert hat, auf eine bestimmte Art und Weise Symptome gezeigt hat, die wahrscheinlich viele Menschen hätten, wenn sie in dieser Situation wären. Ja? Und natürlich macht es total Sinn, sich anzuschauen, was sind das für Symptome, wo kommen die her und können wir da was machen? Und ich bin jetzt zum Beispiel auch keiner, der sagt, ja, du darfst keine Medikamente nehmen oder du darfst das und das. Natürlich, jede Hilfe, die dir hilft. Ich persönlich bin kein Freund von Antidepressiva. Ja, also um mich hier zu outen, ich glaube, meine Diagnose hieß irgendwie mittelgradige bis schwere Depressionen. Anpassungsstörungen oder weiß nicht, ich weiß nicht, was da noch alles für Störungsbilder drauf standen. Ich bin ehrlich, ich habe es mir auch nicht zu genau angeguckt. Obwohl ein Teil selber, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, auch selber nach Diagnosen gesucht hat. Ja, weil es gibt bei mir, die mich kennen, auch sehr, sehr hochfliegende Phasen. Ja, und aha, klingelingeling, dann habe ich eine bipolare Störung, dann bin ich manisch-depressiv. Ist jetzt auch keine so coole Selbstdiagnose, weil die auch echt Folgen hat. Wurde bei mir jetzt zum Glück noch nicht diagnostiziert, obwohl ich mittlerweile sehr offen damit umgehe, wie diese Ausschläge sind. Nur, dass diese Ausschläge innerhalb von einer Stunde wechseln können, ist jetzt eigentlich nicht ganz, ganz klassisch typisch für eine bipolare Störung. Aber wer sucht, der findet. Dann findest du auch Ultra Rapid Cycling, also sehr, 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 sehr schnelle Wechsel. Ja. Und am Ende des Tages ist es mir persönlich, glaube ich, auch scheißegal. Es war mir lange Zeit nicht scheißegal, weil ich gern einen Namen hätte. Mit diesem Namen habe ich eine Eintrittskarte für bestimmte Kliniken, bla 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 bla. So. Und warum sage ich das Ganze? Also, weil ich finde, diese Frage, bin ich krank oder gesund? Die ist sehr, sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ja, also was ist denn gesund und was ist denn krank? Also ich habe ganz, ganz oft gedacht und denke es auch ehrlicherweise heute noch, dass hier in so einer Einrichtung oder selbst in geschlossenen Menschen sitzen, die viel, viel, viel gesünder sind als die meisten Menschen da draußen, die ne, einfach auf einer ganz klassischen, stupiden Art und Weise ihre Regeln abarbeiten und absitzen so. Und ich hatte vor kurzem einen Bericht über einen Schizophren gelesen, ja, der in Afrika bei seinem Auslandsjahr schizophren geworden ist. Und da stand wirklich, ohne Scheiß, in dem Artikel, ja, er ist zurückgekommen und hatte Wahnvorstellungen, denn er sprach die ganze Zeit davon, dass wir alle eins sind, dass wir ein Bewusstsein sind und dass der Planet Erde ein lebendiges Lebewesen ist. Jo, habe ich gehört und gedacht so, ja, das sehe ich auch so. Und ich will jetzt nicht absprechen, dass da nicht noch vielleicht andere echte Wahnvorstellungen im Raum sind. Wobei auch hier, ganz ehrlich, to be honest, was sind echte Wahnvorstellungen? Also in anderen Kulturen wären vielleicht die Schizophrenen die Schamanen, weil die Dinge sehen, weil die Dinge wahrnehmen. Nur weil ich gerade das nicht wahrnehmen kann, wer sagt denn, dass da nicht eine Energie im Raum ist, wer dort steht so? Und selbst damit wage ich mich ja jetzt schon sehr, sehr, sehr weit raus. Und denke, ja, Mensch, vielleicht hätte sie die doch noch mehr einen an der Klatsche. Ja, also das ist so ein bisschen meine Auffassung von gesund und krank. Und nochmal an die Person, die weiß, wer gemeint ist. Ich halte mich persönlich nicht für krank. Ich halte mich persönlich für ein Mensch, der auf einer bestimmten Ebene gewisse Sachen ausgedrückt hat. Die ja grenzwertig sind, grenzwertig waren, und die aus irgendeinem Grund in meinem Lebensplan drin standen, dass ich diese und jene Erfahrung machen sollte, inklusive der Erfahrung, jetzt hier zu sein. Und ich bin dankbar, hier zu sein, nach wie vor. Und
Wie gesagt, ich weiß, dass es nicht überall so, so leicht und so, also was heißt gerne auch, dass es halt nicht so leicht ist, in gute Gesundheitshäuser zu kommen, nennen wir es mal Gesundheitshäuser, die wirklich auch einen sehr integralen Ansatz haben. Ja, das heißt, dass du wirklich auf verschiedensten Ebenen hier deine Hilfestellung bekommst. Und ja, und ich hatte ja auch schon meine Ausflüge in die Täler des Schreckens, ja, in tiefe, tiefe Verzweiflungszustände, in denen ich es noch nicht geschafft habe, ein Video aufzunehmen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mal mache. Ja, weil jetzt wirkt das ja immer sehr selbstbewusst, aber jetzt kann ich sagen, jetzt ist auch ein Teil wieder an einer anderen Stelle. Das, wie gesagt, Sommer und Winter kann ja schnell wechseln. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, wo es mir richtig, richtig scheiße geht und dann so, hallo YouTube, mir geht's scheiße. So, aber jo, Faden verloren. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein und bin euch auch dankbar für die ganzen Zuschriften. Also wirklich, ich habe echt krass, also weniger in den Kommentaren als in den persönlichen E-Mails, was ich auch verstehen kann, weil ich, ja, das sieht man es schon, ne? Ich schreibe es nicht in die öffentlichen Kommentare, dass ich auch in die Klinik gehe, sondern ich. Und es ist gar kein Vorwurf, ne, an alle, die mir persönlich geschrieben haben, aber es ist eben genau das, wovon ich spreche. Weil wenn du dir einen Arm gebrochen hättest, würdest du auch in die Kommentare schreiben, yo, ich habe mir letztes Jahr auch den Arm gebrochen. Ja. Was auch immer das genau ist, also dass wir Angst davor haben. Also ich weiß es schon, also ich habe Menschen gesehen, schon in meinem Leben, die psychotisch geworden sind. Und ich merke, okay, da habe ich auch Respekt. Ja? Wenn du merkst, dass das Bewusstsein nicht mehr, also wenn das Zeugenbewusstsein nicht mehr so da ist, da merke ich, da gibt es so einen Teil von, okay, keine Ahnung, was in diesem Menschen abgeht, gerade wenn er vielleicht noch aggressiv ist oder so. Depression ist ja mittlerweile schon fast salonfähig oder Burnout, ja, nehmen wir lieber Burnout, weil wir haben uns ja lieber zu Tode gearbeitet, als uns zu Tode gelangweilt oder whatever. Und es ist ja schon fast auch ein Mode, also mittlerweile ist es ja schon fast eine Auszeichnung, Depressionen zu haben. Weil irgendwie jeder auch eine Depression hat weil mittlerweile schon ein Zugehörigkeitsgefühl dazu besteht, so hey, ich habe übrigens auch eine Depression und ich habe auch eine Depression. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages, ich habe keine Ahnung, was eine Depression ist. Ich weiß, was im ICD-10 steht, also hier im Klassifizierungsmanual für psychische Krankheiten, nämlich, dass du das und das Symptom hast über die und die und die Zeiträume. Und wenn das gegeben ist, dann haben sie das. Wenn wir das als Maßstab anlegen wollen, ja, dann habe ich eine mittelgradige bis schwere depressive Episode erlebt oder stecke noch mittendrin. Und du kannst das Kind hier nicht mit dem Bade ausschütten. Also ich habe hier Menschen sitzen sehen, wo ich wirklich sagen würde, okay, das ist eine schwere Depression, dann habe ich keine schwere Depression, das ist eine schwere Depression. Ich habe Menschen hier sitzen, die haben eine Depression diagnostiziert, wo ich denke, okay, das fühlt sich jetzt gerade nicht wie Depression an, keine Ahnung, was du hast, aber fühlt sich jetzt gerade nicht so depressiv an. Und am Ende des Tages ist es auch wirklich in meiner Welt völlig egal, welchen Namen du dafür verwendest. Da ist ein Mensch, der leidet und er sucht einen Ausweg aus seinem Leid. Und ich finde, wie gesagt, nochmal abschließend, dass hier ein guter, guter Ort dafür ist, um aus diesem Leiden ein Stück weit auszusteigen. Ja, oder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was vielleicht ein möglicher Heilungsweg sein könnte. Und der ist natürlich auch super individuell. Ja. Genau, so sieht es nach 3 Tagen hier aus. Und ich werde wieder einchecken. Danke, dass du dir das anschaust. Ich hoffe, ja, dass dir das vielleicht auch tatsächlich Mut macht. Das ist eine meiner Intentionen, warum ich diese Videos auch mache, ja, auch irgendwie echt Mut zu haben und auch, ich finde es auszudrücken, dazu zu stehen, ja, dass es dir scheiße geht, dass du vielleicht Unterstützung brauchst oder whatever. Wenn du Fragen an mich hast, ja, auch persönlicher Natur, wie mit den E-Mails, kannst du mir das auch wirklich, wirklich gerne stellen, was ich gemacht habe oder wie ich es mache. Genau, bin ich gern da. So ist meine Zeit, in meinem vollen Klinikplan zulässt. In diesem Sinne. Ciao, ciao.